jung, sie ist frech und sie ist hier für Sie, Andrea Limmer. Merci, merci. Merci beaucoup. Jetzt muss ich das erste Mal ein bisschen hindrehen, nicht? Das war, ich hoffe, das geht noch nicht von meiner Zeit ab, die Umbaupause. Also, habe die Ehre, liebe Festgemeinde. Ich bin die Limmer Andrea, 1,95 groß, gefühlt. Also, falls mich jetzt jemand noch nicht kennt. Ne? Weil, ja, letztens haben schon zu mir gesagt, ha, Limmerin, wirst du jetzt schon auf der Straße erkannt? Habe ich gesagt, ja, manchmal von meinen Eltern. Es stimmt wirklich, die niederbayerischen Familienverhältnisse sind schon, also wir haben alle die gleichen Ohren und riechen auch gleich. Aber gut, ja, da kennt man uns. Also wenn Sie nach Niederbayern kommen, reiben Sie sich vor ein bisschen mit Schmalz ein, dann tut Ihnen niemand was. Okay, dann meinen Sie, sind meine Verwandtschaft. Das passt dann schon. Und bei mir geht es heute in der Vorstellungsrunde, wir haben ja gar nicht so viel Zeit, meine lieben Zuckermäuse, gell? Bei mir geht es heute in der Vorstellungsrunde um gefühlte Wahrheiten, weil wir leben ja zurzeit in so einem postfaktischen Zeitalter, wie man immer hört, es ist alles gefühlt. Gefühlt gibt es keine Hetzjagden, gefühlt gibt es keinen Rechtspopulismus und keinen Rechtsradikalismus, verstehst du? Aber trotzdem, faktisch, gibt es sehr viele AfD-Wähler, also zu viele AfD-Wähler. Es gibt zu viele Reichsbürger und es brennen zu viele Heime von Geflüchteten. Das ist faktisch. Und dass man jetzt das zusammenbringt, verstehst du, dass das eine nicht gibt, aber das andere schon, also dass du das kapierst, da musst du ja schon so einen maßenlosen Intelligenzquotienten haben. Ja, du musst ja dermaßen fit in der Birne sein, dass du das kapierst. Ja? Und ich habe versucht, mir das mit Physik zu erklären, warum jemand AfD-Wähler oder Reichsbürger wird. Ich habe das mal untersucht und ich bin draufgekommen, es liegt an der fehlenden Liebe in diesem Land. Ja, die fehlende Liebe, meine Zuckermäuse, besonders gegenüber den Männern. Weil wenn du nämlich so einem Mann keine Liebe entgegenbringst, dann geht er kaputt. Na, das ist rein physikalisch so, weil wenn bei einem Mann quasi, weißt du, die kinetische Energie da unten, na, die, wo er da unten so aufsteht, die kinetische Energie, ja, wenn sich die nicht entladen kann, ja, dann wandert die einfach 3 Stockwerke höher, ist doch klar. Und auf einmal steht er so rum und wählt den A.T. H. Gauland. Also den Alexander Thorstenhorst Gauland. Und da habe ich, dagegen habe ich ein politisches Liebeslied geschrieben, für den Weltfrieden, das heißt Quickie statt Blitzkrieg. Und es behandelt unter anderem das Liebesleben des A.T.H. Gauland. Der Alex G. geht heute steil, er zeigt seiner Frau sein Bombenrohrteil. Doch sie sagt, sie ist wie immer nicht geil. Und er schreit wieder unbefriedigt heil. Ja, braun, braun, braun sind der Gauländer in Kleider. Braun das Negligé vom Sturmtrupp Schneider. Und da steigt's nie raus, nur einmal für'n Heider. Das bringt dann mal in die AfD, aber leider nicht weiter. Liebe Reichsbürgerinnen und Nazinetten, lasst doch mal wieder eure Männer ran. Nackte Schädel brauchen warme Betten. Ein Mann steht ja nicht nur auf 2 Beinen stramm. Quickie statt Blitzkrieg, Quickie statt Blitzkrieg, Quickie statt Blitzkrieg, make love not war. Das war Englisch heute nicht. Sechs wüste Faschisten in Krauthausen hocken beisammen beim Kartoffelverschmausen. Und einer schreit, es ist zum Grausen, seit 1000 Jahren nur Gesichtsflachs zum Mausen. Ja, liebe Reichsbürger,
Bürgerinnen und Nazinetten, lasst doch mal wieder eure Männer ran. Nackte Schädel brauchen warme Betten. Ein Mann steht ja nicht nur auf zwei Beinen stramm. Hey, hey, Quickie Stadt Blitzkrieg, Quickie Stadt Blitzkrieg, Quickie Stadt Blitzkrieg, make love, not war. Das wäre jetzt übrigens auch, liebe Zuckermäuse, eure Chance, hier mal für den Weltfrieden mitzusingen. Ha? Habt ihr Bock, so ein bisschen Quickie statt Blitzkrieg? Weil ich weiß, es ist am Schluss Englisch, aber das kriegen wir schon hin, da schmusen wir uns schon zusammen. Weißt du, wenn wir das alle heute singen, weißt du, wenn sich jeder von euch fühlt, wie so ein voll abgefrickter Hippie auf Woodstock, der sich im Schlamm suhlt. Morgen zack, Weltfrieden. Und wir in Niederbayern machen das fein täglich. Also das mit Schlamm, das nicht das mit der freien Liebe. Das ist. Sollen wir es einmal probieren? Habt ihr Bock? Ja, okay. Achtung, bei drei. Eins, zwei, drei. Quickie Stadt Blitzkrieg. Quickie Stadt Blitzkrieg. Ja, wunderbar. Blitzkrieg, make love, not war. Schöner als der Gefangenenkorb bei Nabucco hervor. Letzte Strophe. Denn nur von Braten, Bier und Bild wird bei keinem echten Kerl die Libido gestillt. Also los, Faschistenbräute, treibt es wild, bis der kleine Adi im feinen Bunker chillt. Liebe Reichsbürgerinnen und Nazinetten, lasst doch mal wieder eure Männer ran. Nackte Schädel brauchen warme Betten. Ein Mann steht ja nicht nur auf zwei Beinen stramm. Und ihr, Quickie Stadt Blitzkrieg, jawohl!